Hallo meine Lieben, hier ist eure Jonanda. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich in die neue Woche und bin gespannt, was die heutige Tagesenergie für eine Botschaft für uns hat. Dein Tag beginnt jetzt, die Uhrzeit dieser Legung spielt keine Rolle. Es sind einfach die nächsten 24 Stunden, die aber auch bis in die nächsten Tage hineinreichen können. Oder vielleicht sagst du auch, das ist eine Energie, da bin ich schon durch. Dann zeigt sie sich nochmal, weil sie dir vielleicht noch was zu sagen hat oder. Ihr wisst, Zeit ist relativ und ich freue mich einfach über alle, die wieder hier sind und mit uns sind und begrüße auch alle neuen Zuschauer und bedanke mich bei allen neuen Abonnenten und ich bedanke mich aus ganzem Herzen für alles Gute, was ihr zu mir zurückfließen lasst. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, und wir starten mit den Engeln und Ahnen bei Kyle Gray. Welche Botschaft haben denn die Engel und Ahnen gerade heute für uns? Worüber dürfen wir nachdenken? Was darf uns berühren? Und es ist, ach ja, den kennen wir auch. Es geht wieder mal um unsere innere Magie. Öffne das Schloss zu deiner inneren Magic, der Magic-Hüter. Und in dir drin, da ist was versteckt. Und manchmal lassen wir das nicht raus. Und es geht jetzt darum, das Tor in dein Innerstes zu öffnen und es zu entdecken. Ne? Öffne das Schloss zur inneren Magic. Wenn die Botschaft lautet, öffne das Schloss, bedeutet das, das ist zu. Und du darfst aber etwas öffnen und es aus dir herausstrahlen lassen. So, das ist der Zauber, der in dir wohnt. Weil in dir drin, da wohnt ein Zauber, genau. Also das ist jetzt einfach im Prinzip ein Hinweis. Und um was genau es sich handelt, da fragen wir jetzt mal die Tarotkarten. Heute den Art Nouveau Tarot. Also um genau zu sein, heißt es Le Tarot Art Nouveau. Und ist von oder bei Los Garabeo. Und ihr findet auch all meine verwendeten Decks in der Infobox, wenn ihr da ein Stückchen weiter runter scrollt. Mit Verlinkung auch auf die entsprechende Seite. So, was will denn da entdeckt werden? Öffne das Schloss zur inneren Magic. So, die nehmen wir doch mal so, wie sie rausgefallen sind, der Reihe nach. Ach ja. Also heute ist ein guter Tag, um bei dir zu bleiben. Es geht um Saat und Ernte. Und es geht, also die Gerechtigkeit, da geht es immer um das Gleichgewicht. Und das ist so deine innere Waage und die bewegt sich. Ne? Die ist ja nicht in Stein gemeißelt. Und es geht darum, immer wieder für Ausgleich zu sorgen. Öffne das Schloss zur inneren Magic. Bei mir kommt rein, du darfst dir diese Waage genau betrachten. Es geht um Saat und Ernte. Wo bist du im Gleichgewicht? Ne? Sind diese beiden Seiten sind die gleich oder hat eine mehr Gewicht, die andere dafür weniger? Was darfst du hier in dir ausgleichen? Was hast du angesät in der letzten Zeit? Welche Saat ist aufgegangen? Welche Saat ist nicht aufgegangen? Es gibt ja auch Samen, die ruhen in Mutter Erde und die gehen nicht auf. Es ist nicht alles zu Wachstum berufen, soll ich sagen. Und du darfst heute Innenschau betrachten, was auch nochmal die zwei der Stäbe zeigt, vielmehr du darfst Innenschau vollziehen. Ne? Also du darfst dich innerlich betrachten. Die zwei der Stäbe ist auch so die Karte der liebenden Neutralität. Und sie erinnert dich auch daran, die Dinge aus deinem Innen heraus von außen zu betrachten. Ne? Weil die Person, die hier steht, die steht so dazwischen und die hat eine Kugel in der Hand und die sieht so das Allumfassende. Die hat eine gute Aussicht. Und es kann auch sein, dass du in einer Situation so zwischen den Stühlen stehst und manchmal ist es gut, einen Schritt zurückzutreten, sich nicht in alles reinziehen zu lassen. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, die dein Gleichgewicht ins Wanken bringt, weil jemand oder etwas dich in eine Situation reinziehen will. Vielleicht will dich jemand oder etwas auf eine Seite ziehen. Dann brauchst du nicht hin und her gerissen zu sein, sondern es reicht ganz einfach, wenn du in der liebenden Neutralität bleibst und die Dinge betrachtest. Wenn du bei dir bleibst
Und wenn du deine eigene Wahrheit findest, ja, also das kann auch eben die Aussage von dem Magic Hüder sein, öffne das Schloss zur inneren Magie. Was siehst du vielleicht auch, was andere, die in diese Situation verstrickt sind, nicht erkennen können, weil sie halt ganz einfach drin hängen? Ne? Von außen drauf betrachtet, hat man ganz einfach den besseren Überblick. Also die Botschaft ist wirklich, bleib bei dir und wenn es nichts zu tun gibt, dann tu auch nichts. Also heute ist ein Tag der Stille. Die Vier der Schwerter, die sagen auch Ruhe. Ruhe und manchmal muss man auch ganz einfach ausruhen. Und das, was da außen geschieht, hinter diesem Fenster, wo das Licht reinfällt, ne, da geht ja das Leben weiter. Das darf geschehen, aber du brauchst heute nichts zu tun. Also heute ist wirklich der Tag des Ausruhens und die Magie in sich zu hüten vielleicht auch. Ne? Oder du hast vielleicht so ein inneres Lagerfeuerchen und da darfst du Holz nachlegen. Das ist deine Magie. Die brauchst du aber heute nicht ins Außen kehren. Es geht ganz einfach um deine Mitte und um dein Gleichgewicht und darum, dass du dich nicht von Energien, die da außen sind, in etwas hineinziehen lässt, was überhaupt nicht deins ist. Also heute bleib bei dir. Lass dich nicht aus der Reserve locken. Bleib mit dir selbst verbunden. Öffne dein Schloss in dein Innerstes. Also im Endeffekt könnte man sagen, geh noch tiefer in dich selbst. Das ist eine richtig schöne Botschaft. Und wir schauen mal mit den Lenny-Karten bei Ciro Marchetti. Schauen wir nochmal, was das so im Alltäglichen bedeuten kann. Im Hier und Jetzt, im 3D. Ne? Weltlich. Die Lenny-Karten sind immer so das ganz schlicht und ergreifend Weltliche. Na, guck mal hier, du bist doch verdächtig. 1, 2, 3, 4, 5. Ach ja, öffne das Schloss zu deiner inneren Magie. Da haben wir nochmal den Schlüssel. Das Schlüsselchen kriegst du hier auch mit auf den Weg. Aber ich mische die Karten nochmal und schaue, wie die sich von sich aus sortieren. Welche Karte wo liegt, spielt ja auch noch eine Rolle. Ne? So, da haben wir die Lupe, die stille Betrachtung. Wir haben den Baum, den Schlüssel, den Park und den Reiter. Also der heutige Tag fordert dich auf, die Dinge in Ruhe zu betrachten, unter die Lupe zu nehmen. Es könnte jetzt auch sein, dass die Person, die hier aus der liebenden Neutralität heraus auf etwas schaut, noch eine Lupe in die Hand nimmt und genauer hinschaut. Also erst aus der Ferne und dann in die Tiefe schauen. So, du hast den Schlüssel, das auch zu tun. Also in dir ruht die Zauberkraft, so könnte man es sagen. Und es geht hier um Heilung und um Stabilität. Was wächst? Was gleicht dich hier aus? Moment. Ah, yes, ist nicht. So geht's besser. Was gleicht dich hier aus? Wohin wächst du? Und was heilt dich? Ne? Der Baum steht immer für langsames Wachstum. Du hast vielleicht auch lange gebraucht, um in dein Gleichgewicht zu finden oder eben um zu lernen, dass du dich nicht in alles reinziehen lässt. Wie schnell ist man in was verstrickt und verwickelt, wo man eigentlich gar nichts mit zu tun hat. Und du bist hier ganz einfach stabil geworden. Dich haut hier nichts mehr so schnell um. Du bist die alte Eiche. Ja, wie heißt es so schön? Was juckt es die alte Eiche, wenn sich die Wildsau dran schubbert? Ne? Also das hast du vielleicht gelernt, die Dinge erstmal anzuschauen. Und da haben wir auch wieder die Öffnung, der Schlüssel und der Park. Etwas öffnet sich. Und das ist aber eine tiefere Ebene, möglicherweise, die mit dir selbst zu tun hat. Also ich habe in diesem Fall nicht das Gefühl, dass hier mit Sicherheit ein Treffen zustande kommt, sondern eher, dass du dir hier selbst begegnen darfst und dass du etwas in dir finden darfst. Den Schatz in dir, ne, deine innere Magie. Weil die Vier der Schwerter, die rufen dich hier wirklich zum Rückzug oder zur Innenschau und zum Ruhen auf. Also das ist das Tor in deine innere Magie. Das ist hier im Endeffekt nochmal verdoppelt. Ne? Und hier ist der Schlüssel dazu. Öffne dich für deine innere Magie. Ja, und dann geht's vorwärts. Also es gibt hier offensichtlich etwas zu entdecken.
Und wenn du diese Zeit für dich nutzt, also es ist heute ein sehr ruhiger und sehr stiller Tag, man sieht es auch draußen am Wetter. Gestern Abend hat es hier aus allen Kübeln geschüttet und geschifft. Also ich war patschnass nach dem Hundelauf, nicht nur ich, auch das Hundi. Und heute ist so draußen nichts. Also es ist so eine Stille, es regnet nicht, es scheint keine Sonne, es stürmt nicht, es ist einfach, ja, es ist im Endeffekt genau diese Energie, Neutralität. Nutze die Neutralität und kümmere dich heute gut um dich selbst. Und der Reiter zeigt eben auch, dann geht's weiter. Wenn du das getan hast, geht's weiter. Und wohin es weitergeht, das brauchen wir jetzt noch gar nicht wissen. Deswegen werde ich da keine Klärungskarte drauf ziehen. Heute ist ein guter Tag, dich um dich selbst zu kümmern. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. So, und welche Rune begleitet dich heute? Begleitet uns heute, fürs Kollektiv gesprochen, die Kenas, Innenschau in dem Fall. Die Kenas ist das Auge, der Spiegel, der Funke, der Lebensfunke, die Fackel, ne, die also ist auch die Fackel, das Licht in der Dunkelheit und sie betrachtet. In dem Fall würde ich wirklich sagen, das Auge ist hier Programm. Betrachte und beobachte, bewerte nicht und lass dich nicht in etwas reinziehen, was nicht deins ist. Bleib bei dir und hüte und schütze deine Kraft. Die brauchst du heute nicht ins Außen tragen. Das ist in kurzer Kürze unsere Tagesbotschaft. Gar zauberhaft. Und ich freue mich, wenn du mir einen lieben Kommentar da lässt. Ich freue mich riesig, wenn du mir ein Abo da lässt. Und ich gebe euch noch eine Legung rein. Und dann wollen wir noch mal so ein bisschen auf die Liebe schauen. Und würde mal sagen, bis später. Bye, bye. Ciao, ciao. Euer Yonanda TV.